TV. Herzlich willkommen zu Joe Painter TV. Ich bin Johannes Queller und heute die vielgestellte Frage: Was ist Tabata und ist es sinnvoll? Generell erstmal, Tabata ist ein Name. Das ist ein japanischer Arzt gewesen, Doktor, der eben untersucht hat, wie sich ein gewisses Intervalltraining zu einem normalen, herkömmlichen Ausdauertraining unterscheidet, beziehungsweise wo die Vor- und Nachteile liegen. Und er hat untersucht, das heißt, dass ein mittlere Intensität Ausdauertraining bei 70% V2 Max, das ist die maximale Sauerstoffaufnahme, dass ein Training bei 70% dessen über einen gewissen Zeitraum einen positiven Effekt auf die aerobe Kapazität bekommt, das heißt, hat, Auswirkungen hat. Das heißt, dass wenn wir jetzt aerob, das heißt, unter Zunehmen von Sauerstoff die Verbrennung abläuft und wir hätten ganz locker easy laufen, dass wir dadurch unsere aerobe Kapazität erhöhen. Die anaerobe Kapazität wurde aber dadurch nicht erhöht. Die anaerobe Kapazität ist das, wenn ihr einen Sprint macht, einen 100-Meter-Sprint, dann merkt ihr so, dass ihr vielleicht noch die 100 Meter gerade so noch mit der Anfangsgeschwindigkeit durchhaltet, aber eher nicht. Und dass ihr immer langsamer werdet, obwohl ihr trotzdem noch schneller laufen wollt. Das ist der Punkt, wo ihr anaerob seid. Das heißt, wo ihr quasi ohne Sauerstoff weiterhin Energie aufwenden müsst und verbrennt. Aber halt ohne Sauerstoff verbrennt. Das ist anaerob. Und das heißt, er hat halt herausgefunden, dass man mit einem gewissen Intervalltypen, nämlich, und das ist, wurde dann nach ihm benannt, das Tabata-Intervall, das besteht aus 8 Intervallen, a 20 Sekunden Anstrengung und 10 Sekunden Pause. Und hierbei wurde eben beobachtet, dass man bei den, dass das auch die aerobe Kapazität erhöht, aber dass wir in diesen 4 Minuten auch die anaerobe Kapazität um 30% und knapp 30% anheben können. Das heißt, dort wurde in der Studie wurde mit Intensitäten von 170% von der maximalen Sauerstoffaufnahme, also VO2 Max, gearbeitet. Und das ist eben eine völlige Verausgabung. Die haben dort, sie haben das Ganze auf Bike-Ergometern gemacht, also Fahrrad mit mechanischen Bremsen. Und man kann das aber auf alles Mögliche applizieren. Die Studie hat halt nur gezeigt, wie das halt an diesem Bike-Ergometer ist, aber es ist ein ähnlicher Effekt bei anderen Sachen, die halt in diese Richtung gehen. Sprints zum Beispiel, Rudern wäre auch so eine Sache. Wobei diese Sachen halt wirklich noch mehr so in diese Ausdauerrichtung gehen. Burpees kann man auch sowas machen. Wenn man das jetzt mit Klimmzügen macht, wird es ein sehr ernüchterndes Beispiel, ja, weil wenn man in so kurzer Zeit so viele Klimmzüge macht, startet man vielleicht im ersten Satz noch mit 10 Klimmzügen, spätestens im 7. oder 8. Satz ist man dann noch bei 3. Vielleicht auch bei 4. Aber auf jeden Fall geht es massiv runter. Währenddessen man bei diesen Sprints ziemlich stark dabei oben bleiben kann. Und man hat eben in diesen 4 Minuten eine Auswirkung oder man hat einen Trainingseffekt, ähnlich wie bei 60 Minuten moderatem Joggen oder Fahrradfahren. Ja, also insofern, das ist Tabata gewesen, Dr. Tabata, nach dem wurde dieses Intervall benannt, 8 Intervalle, 20 Sekunden Pause, 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause und ja, man kann das eigentlich auf alles applizieren, man kann damit Burpees machen, man kann damit Jumping Jacks machen, man kann damit Rückwärtssaltos machen, man kann damit Liegestütz machen, Klimmzüge, Seilspringen, Muscle-Ups, Snatches, whatever. Ob das mit allem Sinn macht? Ist eine andere Sache, aber auf jeden Fall kann man es mit einem machen. Ich würde es zum Beispiel mit Rudern machen, mit Sprints würde ich es machen. Vom Fahrradergometer kann man es machen. Fahrrad oder auf so einem Airdyne. Die Dinger sind brutal. Und ansonsten, da macht es Sinn. Ja? Oder zum Beispiel Double Unders oder sowas. Oder Boxjumps. Irgendwas, was halt ein bisschen Action ist. Kettlebell Swings geht auch. Aber nicht irgendwie sowas wie Klimmzüge. Das macht eher nicht so wirklich viel Sinn. Okay, das war Tabata. Checkt die anderen Videos, abonniert den Kanal und bis bald. Bäh.